Okay. Hey, Kollege, pass mal auf. Ich habe gerade was kennengelernt. Habe ich noch nie gespielt. Warte, guck mal. Guck mal, Kollege. Aber Achtung, ja? Oh. Ach so, ja, stimmt ja. Das ist ja mein Job. Ich bin ja Polizist. Mann, ich wollte ihn einen über den Schädel braten. Herzlich willkommen zurück bei L.A. Noir und auch willkommen zurück bei den deutschen VR-Gamern. Und wir sind wieder am Stissel und zwar sind wir jetzt ja befördert worden und wir, ich weiß nicht, ob wir sowas in der Art irgendwie Autos überprüfen, die, ich glaube, jetzt ist auch der Auftrag, besteht der Auftrag darin, ein Auto ist verlassen und wir sollten es überprüfen. Ja, das werden wir jetzt auch tun und ich freue mich schon und bin gespannt auch noch, wie lange das geht. Letzte Folge dachte ich schon, es wäre schon vorbei, weil wir ins Büro geschickt wurden, was ich auch nicht verstehe, warum. Und da gab es auch die Credits, konnte man sich angucken. Aber ein Glück, geht's weiter. Und ja, starten wir zusammen weiter durch, Freunde. Bis gleich. So, dann werden wir mal hier auch mal durchgehen. Person haben wir Oswald Jacobs, Zeuge mit Meldung vom Tatort. Ah, Tatort. Sind wir jetzt doch Mordkommission oder was ist hier? Oder doch was mit Fahrzeuge? Verlassenes Fahrzeug. Okay, mehr haben wir erstmal nicht. Das heißt, wir werden erstmal dorthin gehen. Jacobs Hinterhof als Ziel festlegen. Zack. Ja. Kann ich mal deinen Stift klauen? Okay. So. Hier aus dem Büro raus. Guten Tag. Und vor allem, wir haben jetzt einen schicken Anzug an. Oh yeah, Baby. Oh, und eine schöne Mütze, wollte ich sagen. Schönen Hut. Nice, schon viel besser. Na, sehe ich gut aus? Schön schief. Du bist viel größer als ich, oder? Kann es sein? Ach, der hat mich auch nicht lieb. Der geht immer weg von mir. So. Okay, hier kann man nicht durch. Hallo? Cole, you've got things to do. Ja, ich weiß. Aber am besten nervt mich nicht. Wie mein voriger Partner. Der liegt jetzt in der Gasse. Hihi. Ach, hallo, Captain. Der ist nicht da. Was ist das? Ein Fax. Ah, Bücher. Beim Captain dürfen wir nichts Schlimmes machen. Da ist ja unser Chef. Oh! Schon wieder eine Marke, eine versteckte? Liebe Freunde, könnt ihr mir vielleicht die Logik dieses Dingens erläutern? Dieser Situation, was das bringen soll? Ich glaube, der Captain hat irgendwas, irgendeinen Dachschaden oder die Arbeit tut ihm irgendwie nicht gut. Warum hält man Ventilator auf die Wand drauf? Also, oh Gott. Und das ist unser Captain. Hier, sein Hut erstmal auf dem Boden. Oh, weia. Und schön Alkohol. Ja. Wir helfen ihm damit nur, indem wir die Flaschen kaputt machen. Operator, give me R&I. Oh, wir sitzen noch. Oh, nein, der Captain kommt. Phelps, Badge 1247. How can I help, Detective? Messages for me, please. Thanks, ma'am. Thanks, ma'am. Wie er immer nach Nachrichten fragt und sie sagt immer, nein, da sind keine. Keiner schickt mir Nachrichten. Kann hier auch wieder nichts erkennen, groß. Okay, wir gehen weiter. So, guten Tag. Nee, ich habe nur mit dem Captain gesprochen, der nicht da ist. So. Achso, Exit ist nach rechts.
Aber hier auch. Hallo? Oh Gott. Er läuft voll langsam die Treppen runter. Ja! Ja! Okay, sind wir unten? Ah, Verhörraum. Verhörraum. Oh, oh, sehr atmosphärisch. So ein leichter Lichtstrahl, so auf den Polizisten, auf den Cop, der verhört. Dann hat er so die Sonne so im Gesicht so leicht und der verspürt den, der befragt wird, so, oh, nochmal so ein Gefühl, so erst so wie so ein strahlender Ritter, der ihn, ah, und... Tut mir leid. Bin manchmal so tief drin. Mit dem Kopf. Hi! Gefällt's dir? Nice. Sehr gesprächig. Hier ist auch noch einer. Was ist los? Sitzt du fest? Okay, also wir merken schon, wir können hier ein bisschen erkunden anscheinend. Obwohl, bis hierhin nicht mehr. Aber ich will jetzt nicht übertreiben, wir werden jetzt erstmal hier weitermachen. Line up, Gallery. Ah, okay. Achso, hier können wir hinstellen. Hier ist ein Spiegel. Cole, let's get moving. Oh Gott. Er zieht schon so ein Gesicht so. Mann, was macht der bloß mit mir, ey? Ach Mann, ey. Ich bin hier gefangen in diesem Spiel und dieser Penner macht irgendeine Scheiße mit mir. Nein. Okay, ey, das wird langsam zu cringe hier. So. Exit. Mich würde eigentlich schon interessieren, wie weit man hier irgendwo rumlaufen kann. Aber wir gehen raus, wir gehen raus. Keine Sorge. Noch ein Interviewraum. Hier können wir auch lang. I heard he's an honest cop. Now there's a Nazi war on for you. I want to make homicide. Hello? It's been a year. Ja, okay, wir können also schneller runter. Alles klar. Umkleide. What are we waiting for? Dings da. Ah, da bin ich schon wieder. Hallo? Voll, was für ein Kopf, Alter. Der arme Partner, ey. Der muss uns so ertragen. Er verfolgt uns, muss auf uns aufpassen. Partner? Kennst du die Geschichte über den Geist in der Umkleide? Im Duschraum? Der steht immer in der Ecke und verfolgt immer seine Opfer. Guck mal, wie er Angst hat und wegrennt. It's a prank! I'm at a loss. We've got a scene, a dumped car, and a witness. Let's get there. Okay, tut mir leid. Okay. Hey! Hey! There's such a thing as soap, you know? Ja. Gib mal deinen Stift. Oh. Oh, eine Waffe. Einfach mal alles verunreinigen. Nee, okay, wir halten also fest, wir können hier echt weit rumlaufen und uns mal ein bisschen umschauen. Jetzt wieder ein Telefon, da wird er bestimmt wieder so nach Nachrichten fragen, was wir jetzt nicht nochmal tun werden. Dann gehen wir jetzt aber auch wirklich raus. Ey, hallo, erschreck mich doch nicht. Und hier sind sogar echte Fotos. Hier sind echte Fotos drin, ne? Ist auch nice gemacht. Ich bin wach. What now? Oh nein, nicht frag. Frag ihn nicht. Gut. Okay. Sorry, Leute. Wir gehen jetzt raus. Man will immer so viel erkunden. Oh, ist das etwa unser Auto? Ah, ein Polizeiauto. Das Polizeiauto. Können wir nehmen. Oder wir gehen mit der schicken Karre los. Oh ja. Was ist denn das da unten? Whisky oder was? An abandoned vehicle.
We catch all the good ones, huh, Phelps? Sounds like there's more to it than that. Nobody dumps a shiny new Packard unless they borrowed it without asking. You don't say. You're on fire today, Einstein. Very funny. Come on, my intense protege. Let's go save the world. Alles klar. Ich gehe nur mal kurz die Welt. Bis gleich. Hier ist eine Flasche. Ich weiß nicht, was ist nicht von mir, ne? Nur mal so. Gut. Dann fahren wir mal los. Ist jetzt falsch. So ist besser. So. Lalala. Los geht's. Nice. Oh. Ui. Oh, wir müssen sie abbiegen. Beim alten Partner war ich auch schon bekannt als ein guter Kopffahrer, weißt du? Phelps, traffic. I'm Officer Houlihan. Cars down the alleyway, detectives. Thanks. We got a call about an abandoned vehicle? Yes, sir. The car has flags. Might be some kind of diplomatic vehicle. Has anyone touched this vehicle since you arrived? No. And that Jacobs bird over there was on station before I got here. We'll talk with him in a moment. Give us some time to look the place over. Sure, take your time. He's a sore-headed old son of a bitch anyway. Okay. Juhu, wir haben Tatort, Freunde. Wir können wieder einen Tatort untersuchen. Ich freue mich so mega, Mann. Oh, hier ist schon wieder was. Oh, nee, schon wieder ein Telefon. So, guck mal, jetzt gucken wir uns mal um. Hier haben wir ein Dreirad und einen Ball und so. Ha. Fangt! War hier Dreirad? Nee. Der Ball ist wieder da. Das hier ist Zauberei. Hexenwerk. Wäsche, sehr verdächtig. Wäsche, die aussieht wie Pappe. So, guten Tag. Oswald Jacobs? That's right. Hi. What exactly happened here, Mr. Jacobs? Last night, I was looking out of my window. I like to keep an eye on what's going on. I can understand that. You see this empty lot? Damn kids play stickball here. Always breaking my windows. Always asking for their ball back. Can we get back to the car, Mr. Jacobs? Don't be impatient, Sonny. Anyway, last night I see this brand spanking new Packard up on bricks. Oh, okay, wieder Zeugenbefragung. Wir haben noch gar keine Beweise. Gestohlener Packard. Als Zerlieg gemeldet und auf leerem Grundstück abgestellt. That all? I'd run those boys off for you. Ain't that worth something? Wir wären mal, bevor wir weiter mit... Ask me some real questions. Ja, ich komme doch gleich. Wir sollten vorher erstmal nach Beweisen suchen. Oder erstmal allgemein den Tatort erstmal untersuchen. Oh! Erstmal allgemein Tatort untersuchen. Terminplaner. Okay, so we have the owner of the vehicle. Besitzer des Fahrzeugs. Hä? What? Das ist wieder typisch, wa? So ein alter Mann hier hat so Langeweile, dass der sich ein Buch einschreibt? Los Angeles, wer was alles macht und dies und das? I'll run John Madsen by R&I. Schlanke Hüften. Dunkel, sieht gut aus. Alter, was ist hier los? Er schreibt sich über jede Person was auf?
Contact details on a William Dewey. This looks like business rather than pleasure. Okay. Also sieht so aus, als wenn der hier alle sich aufgeschrieben hat. Okay, wir gucken uns weiter um, wie gesagt, bevor wir mit ihm jetzt nochmal quatschen, weil wir werden da vielleicht auch Beweise brauchen, wenn wir mit ihm schon reden. Was mit ihm? Hey, I pay my taxes, so do some goddamn work. Ja, den Spruch kenne ich schon zu gut. Ich zahle Steuern für sie. Oh Mann, ey, echt. Obwohl, wir erledigen das erstmal mit dem Überprüfen. Ja, genau. Phelps, 1247. How can I help, Detective? Can you put me through to Michigan 2458, please? Connecting you now. Hello, can I help you? LAPD, ma'am. Can I speak to John Madsen, please? He's at school, officer. What's this about? Is he in trouble? How old is your boy, ma'am? Just turned 16. Wrong person, Mrs. Madsen. Sorry to disturb you. Thanks for your help. Ja, bevor ich auflege. Aber wir konnten doch noch einen. Wir hatten doch noch eine Telefonnummer bekommen, oder? Notizbuch. Das ist ja, intime Angaben zu männlichen Kontakten und Telefonnummer von William Dewey. Das ist schon mal sehr merkwürdig, ey, der Typ. Phelps, Badge 1247. Ah, war da nicht noch eine Telefonnummer? How can I help, Detective? Any messages? I'm sorry, Detective. Oh, Mann. Thank you. Thank you. Was ist denn hier los? Da klingelt dauernd einer und klopft. Okay, ein Becher. Oh Gott, ein Clown! Oh mein Gott. Ja. Damit können wir nicht. Ah, da ist schon mal, da ist so ein Schildchen aufgestellt. Hier klingelt dauernd irgendwo ein Telefon. Wo klingelt hier ein Telefon, verdammt? Ah, das ist, glaube ich, allgemein einfach mit drin. Kannst du gar nicht erläutern, von wo das herkommt. Was mit ihr? Können wir mit ihr reden? Nee. Show's over. Keep moving, all of you. So, Dankeschön, einfach weitergehen. Nee, ich kann dir sagen. Clear this area immediately. Kann ich sagen, dass du dich verfatzen sollst. Verfatzen. Oh. Wird jetzt auch kein Kuss, ne? Mann, oh Mann, die Leute heutzutage. Hat sie irgendwas gesehen? Die putzt ja hier so. In der Nähe, direkt am Tatort. My sister's always been lucky when it came to her weight. What? Warum erzählst du mir das? Es gibt Leute, die haben echt, sind so redebedürftig, dass sie alles erzählen, ne? Sogar über die eigene Familie. Leute! This is a crime scene. All of you move along. Gehen. Fuß. Den linken, dann den rechten, dann den linken wieder, dann wieder den rechten. Links, rechts. Links, rechts. Tust du das jetzt bitte? Dankeschön. Hey, Kollegen, manche Leute sind so schwer vom Begriff, wa? Hey.
So, jetzt können wir uns endlich in Ruhe mal drum kümmern. Was haben wir hier? Ein Baseballschläger. Ja, er hat ja gesagt, die Kinder spielen ja hier immer. Komm schon, komm! Ja! Wie geil! Trophäe! Wie geil war das denn? Das war einfach nur aus Jux. Ich wusste nicht, dass es geht. Okay. Hey, Kollege, pass mal auf! Ich habe gerade was kennengelernt. Hab ich noch nie gespielt. Warte, guck mal. Guck mal, Kollege. Aber Achtung, ja? Oh! Ach so, ja, das stimmt ja. Das ist ja mein Job. Ich bin ja Polizist. Ups, habe ich ganz vergessen. Vor Aufregung. Nein! Kollege, guck mal! Bam! Und guck mal. Warte. Ich hab noch was. Kollege. Mann, ich wollte ihn eigentlich über einen Schädel braten. Ist auch witzig. So. Auto gucken wir uns zum Schluss an. Erstmal jetzt die Hinweise hier ringsrum. Hier haben wir was. Combination wrench. Must have used it to remove the wheel lugs. Und vor allem stand da Eigentum von Dorwell, glaube ich. Beweisstück C. Beweisstück C. War hier auch sowas? Nee. Beweisstück B. Hey, Cole, get moving. Wo ist A? Das hier ist D. Stealing the wheels is for amateurs. A car ring would have stripped it in a warehouse. Ja. Also die richtige Professionelle, die hätten den mitgenommen, hätten die den in der Werkstatt zerlegt. Beweisstück C. Das war eben D. We'll have to use the registration to trace the owner. Hä? Hier ist gar kein Kennzeichen. Der hat gar kein Kennzeichen. You must have taken the flag as a souvenir. Can't have any street value. Weil der argentinische Flagge fehlt. Wer klopft denn da? Wie soll ich denn da jetzt anrufen und nach dem Zuhälter fragen? Nach dem fragen, dem das Auto gehört. Und da ist gar kein Kennzeichen. Ah ja, können wir schließen? Öffnen? Können wir hier noch irgendwo rein? Ist hier noch ein verstecktes Fach irgendwie? Nee. So, aber kleinen Moment. Dann gehen wir jetzt mal hier zur Tür. Beweisstück A. Hier ist auch was kaputt. What are we waiting for? Und Einsatz? Ah, Kennzeichen ist hier drauf. It's owned by the Argentinian Embassy. Der argentinischen Botschaft. Ein Auto der argentinischen Botschaft. Dann gucken wir mal, ob wir jetzt noch was anfragen können. Cole Phelps, Badge 1247. How could I help, Detective? Could you run the name Dewey Brothers?
Possibly a dealership or car mechanics workshop. One moment. Dewey Brothers Packard Dealership, 629 Figueroa Street. Ah. Got it. Messages, please. There's just one message for you, Detective. Was? A four-door Packard, diplomatic license number Paul Robert 706, was reported missing this morning by Juan Francisco Valdez. Could you have him brought in? He's already here at Central, Detective. He's demanding an audience, as he calls it. Thanks. Can you get a message to Captain Leary? Tell him we'll be in as soon as we can. Thanks. Okay. Can you cordon off this lot until we have the vehicle impounded? Yes, sir, Detective. We'll follow up on the owner. Get a statement from Jacobs, and I'll read your report back at the station. Hey, ich möchte jetzt mit ihm hier reden. We can visit the Packard dealership or head back to Central and interview this Valdez character. Your call. What do you think? We better see what this Jacobs guy has to say. The car was dumped in his backyard after all. Ich hätte auch gedacht, lieber mit dem reden. Aber erstmal er. So, wir hätten jetzt noch mal doch ein paar Fragen an Sie. Gnädiger Herr. Was haben Sie überhaupt gesehen? Did you see who stole the Packard? Hell yes, I did. I saw three goddamn Mexicans going to work on it. Willst du mich verarschen? Okay. You're lying, Mr. Jacobs. I think you're covering for someone. Well, you must know something I don't. Man muss auch wirklich auf die Gesichter achten und so. Gestohlener. Ja, das hier wurde gefunden, im verlassenen Fahrzeug. In der Nähe. Fehlende Flagge. Ich weiß nicht, ob das war immer das Schwierige, Mann. Ob man hier irgendwie das nehmen kann dafür. Sorry. Sometimes you have to shake the tree to see what falls out. Der guckt, als hätte er Verstopfungen. Ich kann daraus nichts deuten. Scheiße. Verdächtige Latinos. Scheiße, Mann, ich werde nichts falsch machen. Auf keinem Grundstück abgestellt. Wir haben den Schlüssel gefunden von dem einen Typen. You've been standing out in the sun too long, boy. Ja, tut mir leid. After the Mexicans left, you didn't go anywhere near the car? After I scared them off? No, I didn't go anywhere near that car. Wie der immer guckt. Du kannst daraus nichts deuten. Er macht einfach nur immer ein Verstopfungsgesicht. Haben wir einen Beweis, dass er hingegangen ist? Nee, eigentlich ja nicht. Aber er wird doch nicht einfach geblieben sein. Er hat die ja verjagt. You went out to the car. Once they were gone, you had to take a look for yourself. I was curious. Ain't a law against that. So what if I took a look around that car? You can't be accusing me of nothing. Dann kannst du mich doch...
doch nicht anlügen. That's enough for now. Remember, Jacob, it's an offense to obstruct a criminal investigation. Let's hope you've given us everything. I've done the right thing and answered all your questions. Now quit sweating on me and go get those boys. Nee. Guck mal, wie sauer er jetzt ist. Mann, jetzt hast du es mir aber gezeigt. Nee, das tut mir auch echt leid. Vielleicht, wenn ihr auch zuschaut, vielleicht habt ihr ja, denkt ihr dann immer, oh nee, so und so ist besser. Aber wenn man selber drin ist und es macht, oh, man muss überlegen, in tausend Sachen, kann man Beweise, irgendwie hat man einen Beweis, dass er lügt und so und dies und das. Ich dachte jetzt zum Beispiel, dass er lügt, weil er hat diesen einen Typen in seinem Notizbuch eingetragen. Also er kennt ja jeden Menschen da in der Gegend. Jeden Typi. Und von dem einen Typi liegt hier einfach eiskalt ein Schraubenschlüssel. Und deshalb. Und deshalb dachte ich irgendwie, nee, er hat gesehen, wie der Typ, und den will er vielleicht decken. Deshalb. Naja. Ach, ist unser Kollege schon drin? Oh. Yes, I know. This is a secure area. You all need to leave. Nee, nicht gegen das Schild laufen. In die andere Richtung. Ja, hi, ja, nee. Gehen. Bist du irgendwie behindert? Hallo? Hallo? So, you gonna see your married man again? Oh Gott. Tschüss. Das ist mir jetzt zu viel. Okay, ja, guckt alle zu. Mir egal. Clear this area immediately. Echt. So, dann würde ich sagen, als nächstes. Ach, scheiße. Aber obwohl, bevor wir mit dem Quatschen und ein Verhör machen, sollten wir erstmal alles andere, was an Beweise ist, was man an Beweisen finden kann und so. Ich würde sagen, wir gehen doch erstmal zum Autohaus. Würde ich mal sagen. This has got to be the 50th abandoned vehicle call we have caught this year. One more and I'm gonna go crazy. Not your favorite cases? You kidding me? This is barely even police work. Of all the bad guys in this city, we get lumped with the ones who can't even be bothered to keep what they steal. Ja, nur um gestohlene Sachen und so kümmern wir uns. Ist natürlich kein Mord aufklären oder sowas. Aber es ist halt unser Job, Kollege, ne? Tja, ist halt so. Ja, und ich würde sagen, wir werden einfach in der nächsten Folge zusammen einfach mal zur Autowerkstatt gehen und dann werden wir bei uns in der Polizeistation auch noch ein Verhör haben. Und dann bin ich mal gespannt, was wir alles noch rauskriegen werden, auch an Beweisen und ja, was sich überhaupt herausstellt. Ob wir jetzt, wer überhaupt auch die Wahrheit sagt, ist auch hier der liebe Opi, ne, der liebe, ganz liebe Opi, der kam am Anfang auch so rüber, einfach als wenn der nur lügt. Und ich dachte auch irgendwie, der ist wäre so typisch klischee-mäßig gewesen. Ja, da war ein Mexikaner, weil er so immer extra auf Mexikaner schieben möchte und so. Weil er die einfach nicht leihen kann, allgemein. Und dass er dann irgendwie sowas denn behauptet. Deshalb da habe ich so in die Richtung gedacht. Aber da hat er vielleicht die Wahrheit gesagt, dass da welche da waren dran. Aber egal, bringt nichts. Wir müssen ermitteln und herausfinden. Einfach nur rumüberlegen, bringt da nichts. Und vermuten. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiedersehen, Freunde. Und like gerne die Videos, wenn sie euch gefallen. Und gerne auch ein Abo dalassen. Und die Glocke aktivieren, Freunde, damit ihr nichts verpasst. Und ich verabschiede mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und haut rein. Ciao.